Jo, hallo und herzlich willkommen hier bei Skyly Fans & Co. Und wir sind zurück bei Skylanders Superchargers. Ja, wir sind jetzt momentan in Kapitel 33 in der verschwindeten Kapitel 33 in der Akademie. Ja, da werde ich ein bisschen aufräumen hier. Mal gucken, ob ich Wunschsteine zum Einlösen habe. Mal gucken, was im Laden zu holen ist. Ja. Und dann könnt ihr mal eine Runde ablachen. Ja, ich werde mal versuchen, einen Rennen zu fahren. Und das wird dann mit Sicherheit vollkommen in die Hose gehen. Aber ich möchte euch was zeigen. Ich habe ja den neuen... Hat man bestimmt schon gesehen. Frightful Fiesta drauf. Da ist er ja. Frightful Fiesta. So, ich finde natürlich klasse, dass der im Spiel auch so angezeigt wird. Selbst ich hatte gerade 14 Münzen gehabt, jetzt habe ich nur eine. Das ist mir damals schon mal aufgefallen. Ich muss mal wissen, was das für ein elender, beschissener Bug ist. Braucht er jetzt ein Jahr lang, um die Münzenanzahl im Chip zu speichern oder was? Das ist schon nicht mehr schön, sowas. So. Das war eigentlich ein Ding, also. So, mal kurz mal hier rüber gehen. Was haben wir denn hier? Okay. Naja, das wollte ich eigentlich nicht. Geh mal weg hier. So. Drei Stück haben wir. Wissen nicht, was du willst. So, Pyramidenhut haben wir hier. Plus 20 kritische Trefferwahrscheinlichkeit und 10 Rüstung. Nein. Warum soll Hugo ansprechen? Er steht da. Wo denn? Am Wunschbrunnen. Da steht nicht Hugo. Natürlich. Was ist da? Ja, okay. Hast du den Wunschbrunnen schon ausprobiert? Das ist eines der wenigen magischen Artefakte, die wir retten konnten. Oh, das stand auf Lord Chaos' Liste der Dinge, die ich in Chaos' Namen beanspruchen muss. Er wusste nicht genau, was man damit macht. Ehrlich gesagt glaube ich, er bewirft nur gerne Sachen mit Steinen. Nun, wenn du einen Wunschstein hast, wirfst du ihn in den Brunnen und bekommst nach ein paar Sekunden eine Überraschung. Ach, das macht man damit. Hier, Skylander, nimm du. Jetzt, da ich hier in der Akademie bei euch bleiben darf, habe ich nicht das Recht mehr, noch mehr zu wünschen. Stimmt ja, ich kriege ja noch einen von ihm. So. Sehr schön. Wünsch dir was. Ja, mache ich dann mal. So. Du kannst ja Schriftrollen im Spielraum der Akademie ansehen. Jo, das wissen wir. V9. Liebes Tagebuch des Unheils! Eintrag 9. Okay, neuer Glamshanks Nummer 63. Halt die Spickzettel hoch und mach es diesmal richtig. Fiese Freunde der fiesen Zukunft. Alles läuft ganz hervorragend hier, ohne Glamshanks, der herumdruckst und stottert und schmollt. Und auf Nimmerwiedersehen auch. Wen interessiert schon, dass sein viel unterwürfigerer Ersatz unfähig ist, ein einfaches Schaumbad einzulassen oder die Kruste von meinem fiesen Sandwich abzuschneiden? Sie werden sich beugen wie frische Frühlingsblumen unter dem Gewicht meiner fiesen eisernen Faust. Kniet, sag ich! Kniet vor Chaos! Ach, mein Kollege, wovon träumst du nachts? So. Das möchte ich aber lieber nicht wissen. Sieh sich das eine an. Hoffentlich erweist sich das noch als nützlich für dich. Ich glaube, Max hat den kolossalen Kern gesichert. Lass Flynn wissen, wenn du bereit bist, das Auge der Alten zu holen. Okay. Ja, Wünsch dir was ist abgeschlossen, aber ich bin noch nicht fertig mit Wünsch dir was. Geh mal weg da jetzt, ich habe noch mehr Steine. Hallo, ja, möchte ich ja machen. Oh, ey, Mann, ey, lass backen, ey.
Lass mal den Back rüber wachsen. So. Kochmütze, plus 3 kritische Trefferwahrscheinlichkeit und 10 Elementarkraft und plus 30 Prozent mehr Backwahrscheinlichkeit. Nein. So, jetzt haben wir noch einen Wunschstein, das ist der letzte. Jetzt haben wir da ein Himmelsteinchen. Ja, was hast du denn? 8er Gesundheit ist mal gar nicht mal so schlecht. Warte mal, dein Gegner wirft alle Himmelsteine ab und zieht neue. Ja gut, was das für einen Sinn hat, weiß ich nicht. So, okay, jetzt habe ich nichts mehr. Dann gehen wir doch mal kurz ins Einkaufsparadies. Das ist ein Moment. Ja, und zeigt auch was an, dass ich mit ihm sprechen kann, aber ist ja jetzt momentan kein Ziel. Aber manchmal kriegt man ja Mundsteine, wenn man Kisten kaputt macht, ne? Das darf man nicht vergessen. Kann hilfreich sein. Und die kann man sowieso nicht rein, kann man zwar kaputt machen, aber nützt einem gar nichts. So. Zack, zack. Zack, zack. Doin. Mann, ich könnte mal über was rüberspringen. Das ist eigentlich nicht mehr Sinn und Zweck der Sache hier. So, ja. Hier lang. Hier lang. Dann müssen wir, glaube ich, mal hier abbiegen, mal eine Runde. Da ist er ja. So. So, dann mal reinstolpern. So, guten Tag, guten Tag. Was bist du denn? Ah ja, ein Spielzeug-Dingsbums, ein Hütchen, Himmelsteinchen, noch ein Deckel. Das sieht mir auch aus wie ein Deckel oder ein Leger. Das ist ein Deckel, ja. Und hier eine Schallplatte. Ja, denn ich setze mal kurz jemand anders ein, weil wie man sieht, mit Fiesta kann ich nichts kaufen. Ne? Genau. So. Ja. Okay. Ja, machen wir mal. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie viele Flügelsapiere wir haben. V10. Liebes Tagebuch des Unheils. Eintrag 10. Okay, es ist jetzt 7 Stunden und 15 Tage her, dass ich Glamshanks gefeuert habe. Und ich bereue noch immer nichts. Eigentlich war es hier nie besser. Die Unzufriedenheit mit dem Arbeitsplatz auf dem Skyschlinger ist hoch wie nie. Kein alberner Diener stellt mein unvorstellbares Genie in Frage. Und vor allem schläft kein blöder Troll mehr in meiner Sockenschublade. Ja, hier war es nie und niemals besser. Nie! Habe ich nicht recht, neuer Glamshanks Nummer 412? Warte, wo willst du hin? Hallo? Hallo? Na schön. Mal sehen, was neuer Glamshanks Nummer 413 darüber denkt. Das kann man sich wohl denken. Glitzer-Tirierer. Den kriegt man doch in Swap-Boss. Okay. Nimm ein Geistertor. Jawohl. So. Nein. So, was haben wir hier? Ein Angelhut. Angeln kann man hier aber nicht. Konnte man einen Zopfuss. Hier nicht. So. Nein. So, was haben wir hier? Witch Pitcher Himmelstein. Fangen. Ja, fang mal. Dann gib mal her, was zum Fangen. Was hat du denn Schönes? Keine Spezialfähigkeit. Schämlich. Aber ein 3er Angriff und 3er. Ja. Okay.
Füge erstmal nicht hinzu. Muss mal gucken. So. 25 Elementarkraft. Nehme ich mal mit. Eine Kerze. Na süß. So. Nein, setze ich erstmal nicht auf. So, dann kommen wir zum letzten Spielauto-Rennstrecke. Jo, das ist ein legendärer Schatz, die nichts können. So. Ja, da steht, was er kann, aber die können gar nichts. So. Jo, alles leer gekauft. Sind wir fertig und ich kann dann erstmal wieder wechseln. Jo, dann versuche ich doch mal, mich lächerlich zu machen, ne? Ja. Ich werde wohl erstmal versuchen, einen Stern zu holen. Muss ich mal schauen. So. Dann machen wir mal ein Einzelrennen. Wolken? Nee, fliegen kann ich ja noch gar nicht. So. Fahren könnte vielleicht schon eher drin sein, aber fliegen. So, Chompigarten, Drachendorn. Stand nicht mehr vorher da, was Nummer 1, 2, 3, 4 ist. Hm. Ja, ist ja egal. Ich nehme mal den Drachendorn hier und ja. Mittel, leicht. Gut, ja, ich versuche es mal. Naja, leicht muss ich auch schaffen. Also, na, ich muss mal sehen. Wenn ich schaffen tue, kann ich später mal probieren, ob ich mal Mittel hinkriege. Ja, die nehme ich mal. Ja, Landrennen Action Pack. Ja, wenn die von Activision das mal rüberwachsen lassen, dann kann ich es auch aufstellen. So. Und dann haben wir hier nur See und Luft. Ja. Landtrophäe habe ich keine. Die von Chaos ist auch keine Landtrophäe. Die hatte ich ja schon aufgestellt gehabt. Es gibt ja eine extra Landtrophäe. Gibt's dann noch. Zeit für ein Rennen am Drachendorn. Die rätselhafte Gebirgsregion ist Heimat der mächtigen, schlummernden Schlangen. Oh oh, was ist das? Chaos-Truppen dringen in dieses Gebiet ein? Hoffentlich wecken sie sie nicht, sonst gibt es noch großen Ärger! Ja, okay. Bereit? So, ich hätte mal kicken sollen, wie das Auto aufgemotzt ist. So. Ja, da sollte ich eigentlich mitnehmen hier. Ich fahre mal auch darauf. Ja, hab natürlich nichts bekommen. Ja, krieg natürlich eine Uhr. War nicht so gemeint, von wegen. Ich kann eh nicht fahren, also mir braucht ja keine Dinger hier hin eiern. Boah, ich habe keine Munition mehr. Mann, jetzt fahre ich noch gegen so einen dämlichen Stein hier. Jetzt nehme ich noch eine Bombe mit. Ich hab's aber echt nötig.
Uiuiui, das gibt's doch nicht. Kann nichts. Runde 2. Ja. Boah, nee, ich hatte gerade Flügelschuhe. Was die ganze für dich behalten? Das wird hier eine Lehre sein. Ja, klaut mir meine Munition. Oh nee, ey. Ja, Trigger Happy. Nee, ich brauch's. Ich verliere ja auch. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Ja, dann steig aus. Oh ja, klaut mir meine Munition, ey. Man gibt Stoff jetzt. Oh Mann, ich eier ja schön durch die Gegend. Meine Güte, hier ist das Ziel, verdammte, ich war doch gerade eins. Oh ja, jetzt bin ich Zwölfter. Kann nicht wahr sein. Letzte Runde. Nee, ich kann nicht fahren, das ist eindeutig. Jetzt hätte ich dein Mikrofon, sorry. Ja, ich gar nicht. War nicht so gemeint. Nee, glaube ich dir aber nicht. Das wird hier eine Lehre sein. Ich hab doch keine Munition, Mann, Mann. Ja, schön sind die Flügelschuhe wieder vom Schrott. Ich schaff's nicht mehr auf einfach. Ja, was war das schon wieder? Ja, Rennen abgeschlossen. Welcher Platz bin ich? 12. jetzt? Ja. 4. Wie schlecht. Und das ist leicht. Jo, ihr habt gesehen, wie ich der absolute Mega-Loser bin. Das geht nun echt nicht, weil ich kann nicht. Das klappt hier nicht. Geht gar nicht. Ich kann nicht fahren, nicht schwimmen. Funktionieren die Fliegen auch nicht. Das funktioniert nicht. Nein. Crash Crusher. Supercharged. Ich
wollte es ja mal probieren. Ich habe es probiert. Ich werde es auch mit anderen Fahrzeugen mal probieren. Irgendwann, ja. Oh, ein Wunsch-Steini. Sehr schön. Wenigstens noch was bekommen, obwohl ich nicht verdient habe. So. Dann werde ich den nochmal einlösen und gehe doch nicht mehr in Kapitel 34 rein. Das mache ich dann gleich im nächsten Part. Weil ich habe ja schon 20 Minuten jetzt schon verplempert. Also, jo. Ja, ich wollte euch ja mal zeigen, was für ein Loser ich bin beim Autofahren. Ja, gut, dass ich im wahren Leben auch kein Auto habe. So. So. Zack. Ein Deckelchen. Sieht, glaube ich, so aus. Na klar, Lichtkernhut. Plus 12 kritische Trefferwahrscheinlichkeit und 8 Tempo. Weiter. So, ja. Jetzt habt ihr euch schön mal krumm krümeln können vor Lachen, wie ich gefahren bin. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr sitzt noch gerade auf der Couch oder auf dem Stuhl oder wie auch immer und schaltet einfach beim nächsten Part wieder rein, ne? Ja, dann steige ich nämlich in Kapitel 34 ein und da brauche ich ja hoffentlich, ja doch, fahren muss man ja immer. Naja, schaltet einfach wieder rein, wenn euch das soweit gefallen hat, abgesehen vom Fahren natürlich, aber was zum Schieflachen braucht man ja auch mal ab und zu, ne? Jo. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dahin, seid euer Tinkerbell. Ciao, ciao.